Fangen wir mal direkt an mit die Maschine. Und zwar ist das der beste Spot hier unter der Map, unter dem Flugzeug, Leute. Und hierfür braucht ihr erstmal das Dr. Rutscher Perk, mindestens auf Stufe 3 sollte es sein. Und wenn ihr das dann habt, dann begebt ihr euch in die Krankenstation. Hier müsst ihr jetzt nun gegen diese Wand sliden und kurz bevor ihr die Wand berührt, drückt ihr auf Pause. Danach macht ihr Pause weg und jetzt geht ihr hier an diese Stelle, wo ich hingehe, Leute. So, wenn ihr dann hier vorsteht, müsst ihr auf Pause drücken und nachdem ihr Pause wegmacht, müsst ihr ganz schnell drüber klettern. Dann klettert ihr hier durch die Wand, dann müsst ihr nochmal hier drauf springen und jetzt müsst ihr hier hochlaufen, Leute. Keine Sorge, wenn ihr das nicht direkt schafft, aber ihr kommt da ganz easy hoch. Also lauft hier einmal hoch. Wenn ihr oben seid, dann müsst ihr hier noch einmal krabbeln, damit ihr hier drunter durchkrabbelt. Und jetzt seid ihr hier unterm Flugzeug. Hier werden sich jetzt die Zombies überall dort versammeln, wo ihr einmal springt. Und an Munition kommt ihr auch ganz leicht. Und zwar könnt ihr einfach an diese Munitionskiste hier gehen. Und wenn die Hunderunde kommt, dann geht am besten hier zu diesem Felsen, wo ich jetzt hingehe und duckt euch da. Weil dann kommen die Zombies zu euch und explodieren nicht direkt. Und ihr könnt die Hunderunde auch ganz schnell beenden. Oder ihr könnt auch einfach so hier sitzen bleiben, weil dann versammeln sich die Zombies auch über euch. Und wenn ihr hier raus wollt, Leute, dann stellt euch einfach so hin wie ich. Und aktiviert euren Ätherschleier und ihr seid wieder draußen. Kommen wir nun zu Firebase Z. Hier müsst ihr erstmal Strom aktivieren, damit sich die Tür hier links beim Packer Punch öffnet und ihr das Dr. Rutscher Perk kaufen könnt. Danach geht auf die andere Seite zum Freigelände, slidet hier gegen diese Wand und kurz bevor ihr die Wand berührt, drückt ihr auf Pause. Danach macht ihr Pause weg, Leute. Dann stellt ihr euch hier hin und drückt wieder auf Pause. Und wenn ihr Pause weg macht, müsst ihr ganz schnell springen bzw. klettern. Und dann klettert ihr hier drüber. Ich zeige euch das jetzt noch einmal, wie das Ganze in schnell aussieht, ohne Zeitlupe, damit ihr so einen besseren Überblick habt. So, und wenn ihr hier drinnen seid, dann stellt euch am besten hier rein in diesen Silo oder was auch immer das ist, in diesen Reaktor. Und dann versammeln sich die ganzen Zombies vor euch und die werfen euch nicht ab. Und wenn ihr hier drinnen steht, dann kann euch der Imitator auch nicht rausziehen. Und wenn ihr aus diesem Spot wieder raus wollt, müsst ihr einfach wieder den Ätherschleier aktivieren und ihr seid draußen. Kommen wir nun zu Mauer der Toten. Und zwar müsst ihr hier erstmal hoch und das Dr. Rutscher Perk aus dem Wunderfist-Automaten holen. Danach, wenn ihr das habt, geht runter zum Kanalisationszugang, slidet hier gegen diese Wand und kurz bevor ihr die Wand berührt, drückt ihr auf Pause. Dann macht ihr Pause weg, Leute, und lauft dorthin, wo ich hinlaufe. Jetzt müsst ihr auf Pause drücken und wenn ihr Pause weg macht, müsst ihr wieder ganz schnell auf Klettern drücken. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann klettert ihr hier drüber. Nun geht unter die Treppe und wenn ihr noch das Perk Eselstritt dabei habt, dann droppen die Zombies auch Munition über euch und die könnt ihr auch aufheben und so quasi unendlich lang hier drinnen bleiben. Und wenn ihr wieder aus dem Spot rausgehen wollt, ist das Ganze auch sehr einfach. Und zwar lauft ihr hier wieder rechts herum und klettert hier einfach über diesen Zaun und ihr seid wieder in der Map drinnen. Das war der beste Spot, finde ich, auf Mauer der Toten. Falls ihr einen besseren kennt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Dann werde ich das Ganze nochmal aktualisieren. Machen wir weiter mit der Map Verlassener. Und zwar ist das auf Verlassener wirklich der beste Ort hier hinter dem Teleporter. Und zwar geht erstmal in den Packer Punch Raum und holt euch hier das Dr. Rutscher Perk. Danach geht ihr zum Teleporter, Leute, und slidet dorthin, wo ich hin slide. Und kurz bevor ihr die Wand berührt, drückt ihr auf Pause. Macht Pause dann weg. Und danach geht hier runter an die Treppe. Und jetzt, Leute, könnt ihr auch schon auf Klettern drücken und kurz danach könnt ihr auf Pause drücken. Dann, wenn ihr Pause dann wieder weg macht, dann klettert ihr hier durch die Wand und ihr seid hinterm Teleporter. Es kann auch sein, dass es beim ersten Mal nicht klappt und ihr, wenn ihr das macht, einfach hier nach unten fallt. Aber dann versucht es noch einmal, Leute, weil ihr seid dann nah dran. Ich zeige euch das nochmal in schnell, wie ihr das machen müsst. Hier gegen die Wand sliden, kurz vorher auf Pause. Dann auf Klettern und ganz schnell auf Pause drücken und ihr klettert dann hier durch. So, hier würde ich euch empfehlen, falls ihr die Wunderwaffe nicht habt, dann nehmt euch das Eselstritt-Perk, weil dann könnt ihr Munition aufheben, die von Zombies fallen gelassen werden. Und so könnt ihr halt easy in Highruns gehen. Ihr könnt hier auch zum Beispiel die Giftpflanze platzieren, damit sie auch ein paar Kills für euch macht. Und wenn ihr hier aus diesem Spot wieder raus wollt, ist es auch ganz einfach. Entweder benutzt ihr den Ätherschleier oder ihr lauft einfach hier runter. Und dann werdet ihr auch wieder in die Map teleportiert.
Das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da. Schreibt mir die Kommentare, um den Algorithmus ein bisschen zu pushen. Und falls du in Zukunft nichts mehr verpassen willst, kannst du jetzt ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, damit du immer auf den neuesten Stand bleibst. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.